Urlaub auf einem Segel oder auf einem Motorboot ist ja auch eben wegen der Übernachtung im Hafen so attraktiv. Die Atmosphäre zwischen all den Schiffen, das leichte Wiegen der Kojen und das Leben den ganzen Tag über auf dem Wasser. Ein Investor will in Bremerhaven auch Menschen ohne Sportboot, ohne Segelführerschein das Übernachten auf dem Steg ermöglichen. In Hausbooten, die ab 2009 in die Marina am ehemaligen Lloyd-Reparatur-Dock gelegt werden sollen. Und die kann man dann wie ein Ferienhaus mieten, so wie auf einer Hotelbootanlage in einem Bootshafen auf Rügen. Volker Kölling und sein kleiner Sohn haben sich das an einem Wochenende als Touristen schon mal angeschaut. Das ist nicht Kanada und nicht Schweden, sondern Deutschland, morgens um 5:30. So ähnlich kann es bald auch in Bremerhaven aussehen. Segelboote und Hausboote friedlich nebeneinander. Das Familienunternehmen Imjaich will in der Lloyd-Marina Bremerhavens Häuser schwimmen lassen, wie in der Imjaich Wasserferienwelt auf Rügen. Mein Sohn und ich kriegen eine Nacht zum Testen. Ich erkläre Tim mal eben, dass er jetzt der Hauptdarsteller ist. Natürlich mit Hans Jaich zusammen. Ja. Hier vorne sehen wir jetzt ein großes. Wir haben eigentlich zwei Typen, großes, kleines. Und ja, das große, das hat noch ein Obergeschoss. Das kleine hat nur ein Erdgeschoss. Kleine für bis zu 4 Personen, das große für bis zu 6 Personen. Ja, und 12 Stück schwimmen hier. Wir bekommen das Haus Hering. Das Einzige, was wir gerade frei haben. Ein kleines Haus für 2 Personen im Schlafzimmer und 2 auf der Couch kostet gut 120 Euro die Nacht. Den Einrichtungsstil darf man getrost mit einem bekannten schwedischen Möbelhaus in Verbindung bringen. Von Fernseher und Stereoanlage einmal abgesehen. Hier ist das Badezimmer mit Dusche und warmem Wasser. Also auch wenn wir es ein schwimmendes Ferienhaus ist, wir haben hier den ganzen Wohnkomfort wie in einem Haus an Land. Mit der Küche, mit dem Badezimmer, alles wie man das eigentlich gewohnt ist. Wo geht das denn hin, was da reinkommt? Das geht nicht in die Ostsee. Da haben wir ein Pumpsystem, da laufen die Leitungen unter Wasser und werden direkt in die Kanalisation befördert. Das ist praktisch die Startfreigabe, weitere Vorzüge eines Hausbooturlaubs auszuleben. Sogar die Bayerinnen nebenan gehen noch ins Wasser, während ihre Männer bei der Segelschule mitmachen. Zu jedem Haus gehört im Preis inklusive auch ein Anlegeplatz. Doch Sportschipper mieten die Häuser eher selten. Die richtigen Segler und Sportbootfahrer, die sind weniger unsere Kunden. Die wohnen auf dem Schiff. Die brauchen sich nicht so ein Haus mieten. Und die kennen das, wie das ist, im Yachthafen mit dem Schiff zu liegen und da zu wohnen. Das wird ganz interessant für die Leute, die nicht segeln, die nicht Motorboot fahren und die einmal trotzdem so hautnah auf dem Wasser leben können und ja, genau dieselbe Atmosphäre dann genießen können. Leben auf dem Wasser. Da kriegt man schon beim Frühstück Besuch und teilt sein Brot mit dem Getier. Doch den keifenden Schwänen sagen wir schnell Tschüss. Morgensport steht auf dem Programm. Wir wollen uns mit den beiden Jaich-Brüdern Till und Hans die Hausboote noch einmal vom Wasser aus angucken. Alle 12 Ferienhäuser haben die Jaichs nach eigenen Entwürfen gebaut. Die in Bremerhaven sollen etwas anders aussehen, irgendwie urbaner. Ein Bootsverleih wie auf Rügen ist für Bremerhaven nicht geplant. An der Nordsee bläst es meist mehr als im Anfängerrevier hinter Rügen. Tim trifft als erstes auf andere Gäste. Die Mädchen aus Bayern haben auf dem Steg einen Ausschank aufgemacht. Wollen Sie eine Fruchtbowle? Ja. Eine Woche sind die Mädchen schon hier, erfahren wir. Möchtest du auch eine? Ja. Ich gehe mal kurz noch ein Glas füllen. Wie findet ihr denn hier den Hausbooturlaub? Schön. Schön. Traumhaft. Was ist denn anders, als wenn man jetzt ein normales Ferienhaus hätte? Es wackelt ein bisschen. Und es ist lustig, dass man hier jeden Tag mit seinem Kescher keschern kann. Mhm. Super, wie im Mutterleib. Am Anfang hat es schon ein bisschen gewackelt, so, aber es ist wunderbar. Es ist ja ein ganz tolles Feeling. Es ist ein Freiheitsgefühl, oder? Genau. Ja, es wackelt immer ein bisschen, aber man fühlt sich sehr schnell daran. Nee, wir sind auf den Geschmack gekommen, gefällt uns sehr gut. Ja. Sie würden auch nach Bremerhaven kommen, wenn es da solche Häuser sofort auf dem Wasser gäbe? Eindeutig. Sie können schon mal eins reservieren für uns. Nach 2 Tagen hat es sich auf Rügen angefühlt wie nach 2 Wochen Urlaub, sagen die Bayerinnen noch. Sie möchten wieder hierher, doch das wird schwer. Für den kommenden Sommer sind die Häuser schon ausgebucht. Ich hätte gerne Fruchtbowle, aber wir machen erstmal den Nachrichtenüberblick von Till Öppert.